glaube, ich bin ein Panda-Bär. Diese nährstoffarmen Futter führt auch dazu, dass neugeborene Pandas sehr winzig und anfällig sind. Diese Bärenart wird durch Habitatverlust und Fragmentierung aufgrund von Abholzung und Urbanisierung bedroht. Zudem werden sie auch wegen ihres Fells gejagt. China unternimmt große Anstrengungen zum Schutz der Panda-Population, was sich jedoch aufgrund der niedrigen Fruchtbarkeitsrate der Panda-Paarungsunwilligen und der Anfälligkeit der Jungtiere als schwierig herausstellt. Ich bin ein Panda. Hier wegen auch paarungsunwillig. So, weißt du, hier nackte Frauen, so, nee, komm. Das artet in Stress. Lass uns lieber zum Kühlschrank gehen. Ja, Pflanzen. Pflanzenarten und Bepflanzung sind für dieses Tier absolut nicht geeignet. Aber welches? Das Tier benötigt mehr Bepflanzung, aber die Pflanzen findet er scheiße. Das ist ja ein blödes Viech. Was ist denn mit einer Azalee? Gilt als Bepflanzung, findet er aber nicht so geil. Warum schneit er jetzt? Man könnte doch hier so eine schöne Azaleen-Gruppe hinbauen, oder? Hier so rein, so. Ich sehe nichts. Nur, dass ihr das mal wisst. Gilt auf jeden Fall als Pflanzenmenge. So. Und für den Azaleenbusch, da gibt es ja nichts Schöneres, oder? Gilt als Bepflanzung. Alles klar. Was ist das denn? Azaleen. Aber. Ja, da nichts gegen. Könnte bitte mal jemand das Licht anmachen? Danke. Könnte sein, dass das schief ist. Ich sehe, also ich sehe überhaupt nichts. Das ist doch schief, oder nicht? Zählt das denn? Naja, man macht sich hier Mühe, weißt du? Es ist allerdings, muss ich ehrlich dazu sagen, gerade echt mies, weil ich kann wirklich gar nichts erkennen. Also er ist nicht dagegen, das stimmt. Holzbambus macht 4% aus. Oder braucht er einfach so wahnsinnig viel? Aber Pflanzen für dieses Tier sind absolut nicht geeignet. Verstehe ich nicht. Nee, sowas vielleicht nicht. Seerosen. Können wir auch noch ein paar nehmen. Zählt aber auch nur bedingt, habe ich das Gefühl. Hier zählen sie gar nicht. Ist das keine Wasserpfütze oder doch? Ja. Hier unten geht kein. Okay. Ja, Stechpalme. Sowas, aber das ist ein bisschen groß, finde ich. In anderen Gehegen hatten wir da plötzlich, aber gut, die Stechpalme, die bringt natürlich ordentlich mit, ne? Auch nur 21. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
Ist das vielleicht nicht doch ein bisschen viel hier? Ich meine, dann machen wir hier so einen Zypresseneingang. Bepflanzung zum Klettern, meinst du? Aber welche Bepflanzung ist denn zum Klettern? Kriegt noch eine Brennnessel, die kann er sich an den Arsch tackern, weißt du? So ein widersprüchlicher, ranziger Bär. Guck mal, bei Brennnesseln geht er ab, weißt du? Adlerfarm findet er auch super. Dann machen wir dir so ein bisschen Adlerfarm hier hin, kann sich schön dadurch. So. Ist hier halt wild gewachsen. Wir cheaten so gut wir können, wa? Bergahorn ist auch so ein Riesending. 23. Was haben wir denn hier noch so ein Bergahorn? Oh, guck mal, es wird gelb. Den toten Baum willst du haben? Wo sollen wir den hinstellen? Hier? Hier ist noch so wenig, ne? Auch nicht so schön. Können wir nicht einen Weißdornstrauch hier drum machen? So. Schirmbambus. Das scheint Mauer zu sein, ne? Dann kann man doch hier an der Mauer noch ein bisschen Bambus pflanzen, oder nicht? Wir müssen nur aufpassen, das soll nicht aus der Mauer rausragen. Tut es aber. Ja, ja, genau. So, wo ist denn jetzt unser Panda-Björn wieder? Bärchen. Hasenzähnchen. Ach, er ist wieder am Kacken. Alles klar. Hungrig. Ja, keine Ahnung. Pflanzen. Also das eine kriegen wir grün. Das andere, da müssen wir... Aber der will wirklich... Der will wirklich was haben, merkst du, ne? Natur. Können wir denn hier an der Seite zum Beispiel noch irgendwas machen? Brennnesseln mit den Brennnesseln fand er ja gut, ne? X. Dann müssen wir die ein bisschen drehen. So. Steuerung D. X. So, und du siehst schon grün. Steht auf Brennnesseln, die Sau. So, das machen wir auf der anderen Seite auch so.
Dann fällt es nicht so auf. Du sag mal, braucht eine unparteiische Meinung von dir lieber die neue Konsolengeneration kaufen oder das Geld für einen besseren PC und diesmal einen mit Bedacht kaufen? Tja, das ist, glaube ich, einer der großen Kämpfe zwischen den Architekturen. Ne? Also ich selber bin nicht so der Konsolen-Typ. Gute Neuigkeiten. Unsere Panda-Weibchen erfreuen sich bester Gesundheit. Du solltest sie in ihr neues Gehege verlegen, damit sie sich einleben können. Ja, mache ich gleich. Oh, ich hoffe, du hast ihr Gehege so gemütlich wie möglich gemacht, weil Tiere sich nur fortpflanzen, wenn sie glücklich sind. Ja, das kenne ich. Ich pflanze mich nicht mal fort, wenn ich glücklich bin. Warum kann ich denn jetzt... Menno. Verlege Exemplare. Nee, also ich selber bin eher PC-Spieler. Ne? Und dementsprechend ist klar, was ich sage. Ne? PC. Aber das muss jeder für sich selber. Ich bin mit den Pads nicht so besonders gut. Also insofern... weiß ich nicht, ob ich da eine gute Meinung zu abgebe. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der Konsolenmensch. Also insofern... würde ich dir eher zum PC raten. Ja. Aber das musst du für dich selber entscheiden. Oh, wie schön. Hier werden sie sich bestimmt wohlfühlen. Ja. Hoffentlich gibt es auch bald ein paar neue Junge zu bewundern. Bis sie ankommen, können wir uns um etwas anderes kümmern. Was denn? Herrje, wenn man einen Zoo leitet, hat man wirklich keine ruhige Aber Minute. Was? Na gut, es sei denn, man klickt auf Pause. Hat übrigens schon Reinhard May besungen. Okay. Keine ruhige Ich denke, Minute. Ich sollte dir jetzt erklären, wie Arbeitsbereiche funktionieren. Oh ja. Ja, ich weiß, das klingt nicht so wahnsinnig interessant. Oh. Aber Arbeitsbereiche sind sehr praktisch. Auf diese Weise kannst du nämlich dafür sorgen, dass sich deine Mitarbeiter auf bestimmte Gehege oder Aufgaben im Zoo konzentrieren und nicht sinnlos herumwandern, während anderswo Arbeit liegen bleibt. Ja, das wollen wir ja nicht. Also, legen wir einen neuen Arbeitsbereich fest und weisen einen Tierpfleger zu, damit er sich um die neuen Pandas kümmert. Ja. Rufe dazu den Zoobereich auf und klicke erst auf Personal und dann auf Arbeitsbereiche. So. So, bei mir ist es ja andersrum. Bin mit Maus schlechter als mit Pad, aber PC hat klar mehr Möglichkeiten. Aber ob ich dann 1500 für den PC oder die beiden Dinge zahle, ach, zum Glück ist diesem endgültigen Entscheidung noch ein wenig hin. Ja, das ist halt die große Frage. Der PC kann wahrlich mehr. Klicke jetzt auf neuer Arbeitsbereich. Wenn du aber im Grunde nur spielen willst, ist natürlich die Konsole ein kleiner Vorteil. Wenn du natürlich noch... Den markierten Was, Gehege denn? Geht doch nicht immer dazwischen, der Niklas hat eine Frage. Und die Tierpflegerhütte, um den Arbeitsbereich zu erstellen. Und vergiss nicht, dem Bereich einen aussagekräftigen Namen zu geben. Wenn du fertig bist, verlass den Editor. Jetzt habe ich wieder nicht mitgekriegt, was sie hat. So. Mit Arbeitsbereichen kann die Arbeitseffizienz in deinem Zoo verbessert werden. So können dazu beitragen, dass sich die Tierpfleger ordnungsgemäß um die Gehege kümmern. Ein Arbeitsbereich ist eine Ansammlung von Einrichtungen, die bestimmten Mitarbeitern zugewiesen werden können, um deren Einsatzbereich einzugrenzen. Diese Einrichtungen umfassen Gehege, Vivarien, Läden und so weiter. Arbeitsbereiche können über Zoo-Mitarbeiter-Arbeitsbereiche erstellt werden. Füge auf neuen Arbeitsbereich erstellen, haben wir gemacht. Füge dem Arbeitsbereich Einrichtungen hinzu, indem du die Einrichtung anklickst oder das Mehrfachauswahlmenü verwendest. Gib den Arbeitsbereich einen Namen, damit er später alle Änderungen werden automatisch gespeichert. So, dann nehmen wir zum Beispiel neues Panda-Gehege. So. So machen wir das. Mitarbeiterraum, Tierpflegerhütte, neues Panda-Gedöns. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Stellen wir jetzt einen Tierpfleger ein und weisen ihn dem Arbeitsbereich zu. Wir wollen nämlich nicht, dass er von anderen Ereignissen im Zoo abgelenkt wird. Was hat sie gesagt? Ein Tierpfleger, ne? Klicke jetzt den neuen Tierpfleger an, rufe sein Infofenster auf und wechsle zum Reiter Anstellung. Ah.
Anstellung. Ganz unten kannst du ihn über ein Dropdown-Menü dem Arbeitsbereich zuweisen. Juhu, geschafft. Jetzt, da unser toller neuer Just-a-Momento-Laden fertig gestaltet ist, wo? Solltest du einen in der Nähe des Ausgangs bauen. Dann verpassen ihn die Gäste nicht, wenn sie den Zoo verlassen. Und wir haben ein paar zusätzliche Einnahmen.